Luca, guten Morgen von der Küste. Wir sind jetzt von unserem Hotel in Ito ungefähr eine Stunde nach Südosten gefahren und sind jetzt an der Brücke, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Und wir sind jetzt an der Kadowakizu, die Brücke, die ihr hier im Hintergrund schon ein bisschen sehen könnt. Das ist eine Brücke, eine Hängebrücke, die über das Meer geht. Und ich bin sehr gespannt und hoffe, ein paar sehr coole Shots hier zu bekommen. Unglaublich, wie schön es hier ist. So viel Natur, so viel Grün und das halt auch schon im März. Leider auch ein bisschen Wind, was auch der Grund ist, warum ich jetzt im Auto erst wieder rede, damit ihr mich auch verstehen könnt. Aber diese Brücke kann ich nur empfehlen. Es gibt drumherum halt dann ganz viele Klippen, wo man so ein bisschen lang spazieren kann, lang kraxeln kann, sag ich mal. Und im Vergleich zum letzten Video, wo wir ja noch in Gunma waren und wo auf dem Berg noch Schnee war, ja, ist das hier ein ganz schönes Kontrastprogramm, denn wir haben einfach, ich glaube, 18 Grad und man kann hier mit dünnem T-Shirt und dünner Jacke rumlaufen, ohne Probleme. Es ist irgendwie total witzig. Da es heute aber vielleicht noch regnen soll, machen wir uns jetzt direkt weiter auf den Weg, denn wir wollen heute noch in ein Outdoor-Onsen gehen und da wäre Regen halt nicht ganz so praktisch. Ich bin so entspannt. Der Onsen, den wir uns rausgesucht haben, war richtig, richtig cool. Wir sind vorhin von der Brücke erstmal noch eine Stunde lang gefahren. Erst ein Stück nach Süden und dann ein bisschen wieder ins Land rein. Und zwar waren wir bei dem Amagiso Onsen. Das ist eigentlich wie bei den meisten Onsen, das der Fall ist, ein Hotel. Und in diesem Hotel gab es halt ganz normal, wie in den meisten Onsens, einen Bereich drinnen, der getrennt ist für Männer und Frauen, wo man dann eben auch eigentlich nackig baden geht. Und ja, wo eben halt das Wasser aus den heißen Quellen kommt. Aber das Besondere an diesem Onsen ist, dass es auch einen Außenbereich gab. Und dieser Außenbereich ist dann eben gemixt. Das heißt, Männer und Frauen sind zusammen dort, aber man muss eben Badebekleidung tragen. Das Coole ist aber, dass dieser Außenbereich genau an einem Wasserfall ist. Das heißt, dass man eben im Onsen sitzt, also im heißen Wasser, und neben einem der Wasserfall zu sehen ist und dann der Bachlauf lang fließt und es ist richtig, richtig schön, super naturbelassen. Und da wir total außerhalb der Saison da waren, konnten wir ganz easy ein paar Aufnahmen machen, die ich euch jetzt einfach mal währenddessen einblenden werde, um euch zu zeigen, wie das da aussah. Und es war richtig schön dort. Ich kann das nur empfehlen, gerade wenn man zu zweit unterwegs ist oder eben auch mit einer größeren Gruppe, wo sowohl Frauen als auch Männer dabei sind, dann ist das eine richtig coole Empfehlung. Aber ich denke auch für jemanden, der sich das nicht so ganz vorstellen kann, zum Beispiel nackig in so einen Onsen zu gehen, ist das eigentlich ganz praktisch. Und das Beste daran ist, ihr müsst auch keine Schwimmsachen mitnehmen. Man kann in diesem Onsen nicht nur, oder beziehungsweise bei dem Hotel nicht nur die Handtücher ausleihen, wie das normalerweise der Fall ist, sondern man kann dort auch Schwimmkleidung ausleihen. Das haben wir auch gemacht, weil wir überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, in den Onsen zu fahren, wo man
Badesachen brauchen könnte. Deswegen hatten wir nichts dabei. Und ja, das war super easy. Hat ein bisschen extra gekostet. Insgesamt haben wir jetzt pro Person 2500 Yen bezahlt. Das sind umgerechnet um die 20, 21 Euro, denke ich mal. Und ich finde, das ist aber ein richtig cooler Preis. Meistens sind Onsen ein bisschen günstiger. Aber das ist wirklich so, in diesem Outdoor-Bereich hat man halt 7 verschiedene Becken, habe ich gezählt. Die haben dann unterschiedliche Wärmegrade oder Temperaturen. Ja, Temperaturen ist das Wort. Und es gibt sogar ein Becken, das innerhalb einer Höhle ist. Und durch diesen Dampf ist dann diese ganze Höhle wie so eine Sauna mit Wasser. Es ist total verrückt und es war super entspannend. Das hat sich also echt gelohnt. Und jetzt sind wir noch so eine Bergstraße, naja, nicht wirklich so einen Bergweg hier hochgefahren, weil wir dachten, hier ist so eine coole Aussichtsplattform. Aber irgendwie ist hier zwar so ein Holzplateau, auf dem sitze ich gerade, ich kann euch das gleich nochmal zeigen, aber das ist mitten im Wald und man sieht halt einfach gar nichts, also ja, das war nicht sowas. Aber die Geräuschkulisse ist lustig. Ja, die Geräuschkulisse ist hier ziemlich interessant, irgendwie ganz anders, als man das in Japan kennt. Viele Vögel, die ich hier auch gar nicht so viel bisher gehört habe, klingt eher irgendwie fast europäisch, finde ich. Ja, aber ein bisschen wie Urwald. Das auch. Also es ist ein ganz komischer Mix hier. Ja. Weiter geht's, oder? Ja. Gut. Mittlerweile sind wir wieder im Hotel. Auf dem Rückweg haben wir noch lecker bei Hamasushi gegessen und uns gestärkt. Der Tag heute war richtig schön und super entspannt. Wir waren viel in der Natur unterwegs und gerade das mit dem Onsen fand ich richtig gut, dass wir da sowas Gutes gefunden haben. Ich glaube, da habe ich vorhin auch schon genug von geschwärmt. Wir werden den restlichen Abend jetzt noch nutzen, um auch mal wieder unsere Koffer zu sortieren und ja, vor allem wieder zusammenzupacken, da wir morgen auch schon wieder nach Tokio zurückfahren werden und das Auto abgeben müssen. Daher beende ich das Video jetzt an dieser Stelle. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Ein Video gibt es von mir auf jeden Fall noch während dieser Reise. Deswegen sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!